Hallo Leute und herzlich willkommen bei Palatieren mit dem Auto. Und heute bin ich zusammen mit dem Waldmeckel und dem Gerwald. Hallo. Endlich ist mein guter Kumpel der Gerwald nochmal mit dabei. Ja, wir starten heute ein kleines Passaround für Matthias Dittgen. Der hat uns beauftragt oder viele beauftragt, in dem kleinen Dutch Oven hier was zu kochen. Das Teil haben wir heute dabei. Ja, und dann schauen wir mal, was wir da heute zubereiten. Deswegen, ich habe gesagt, die zwei Stück kriegt man gar nicht rein. Matthias, nächstes Mal brauchen wir einen größeren Topf. Ja, das ist bisschen. Der Topf ist wirklich klein. Ich glaube, wir lassen es uns. Wir haben uns jetzt gerade unseren kleinen Dutch Oven angeschaut, dann haben wir uns auf die Bäusche geschaut und nochmal genau nachgezählt und haben festgestellt, dass das doch eher eine kleine Portion war und haben uns jetzt noch ein kleines Fännchen dazu gemacht. Was ist das für eine Pfanne hier, Sebastian? Das ist so ein US Army Kochbesteck. US Army Bundeswehrpfanne. Da haben wir jetzt noch ein bisschen aufgefüllt. Da stellen wir uns noch mit aufs Feuer. Yummy, yummy. Matthias, wir mussten jetzt noch vergrößern. Der Dutch Oven ist einfach zu klein. Auch ein bisschen. Zehn Stunden geschnitzt dafür, dass das. Teil zugeschickt. Wir werden das Teil jetzt an den Markus vom Kanal 85 Crazy schicken. Wir haben uns überlegt, von den drei Zutaten, die wir verwenden sollen. Und zwar waren das Pilze, Hühnchenfleisch und Grapefrucht. Davon haben wir verwendet Pilze und Hühnchenfleisch. Die Grapefrucht, seid uns nicht böse, die haben wir nicht immer reingepackt. Wir haben aber drin Zucchini, Bambussprossen, China-Nudeln, Frühlingszwiebeln, Hühnchenfleisch. Und das war's, glaube ich. Ah, und Kokosmilch. Das Ganze haben wir da drin jetzt zubereitet. Das sieht Bombe aus. Aber weil das alles ein bisschen knapp ist, haben wir uns noch ein bisschen Fleisch dazu gemacht, ein paar Brötchen. Das sollte dann lang. Und Hot Chili ist noch mit dabei, das sollte man nicht vergessen. Also, Prost! Zum Wohl! Wir lassen es uns jetzt schmecken. Mhm. Guten Appetit! Guten Appetit! Schau mal, die war vorher doch nicht dabei. Achso, okay. Oh Mann, wir haben kein Salz. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl. Denn wir haben vom Sebastian hier ein Geschenk bekommen. Schaut euch das mal an, wie geil ist das denn? Dankeschön. Also das geile Geschenk auch noch in unseren Farben von unserem Logo. Ja. Hammerhart, wirklich. Super, danke. Danke. Bitte. Muss das Messer auch mal nutzen. Ups. So, das habe ich eigentlich immer meine Frau. Ah, herrlich. Ja, cool. So, jetzt sind wir mal gespannt, wer Salz hat. Tut mir leid, dass das Papier jetzt kaputt gemacht hat. Ich hab's jetzt auch angebaut. Oregano? Ich hab Salz, mein Freund. Ja, mit dem Salz. Nein, das ist mein Salz. Das Messer. Das ist mein Messer. Ne, so. Prima. Dankeschön. Super. Ja, super. Ja. Leitbar Feierlöffel, kennt ihr alle. Ich in blau, der Gerwald in grün. Mhm. Und hier sind die mega Kräuter drin. Oregano. Da
Basilikum, Rosmarin. Rosmarin. Ja. Und mix noch was? Was ist das? Mix Hops? Das ist alles gemischt wahrscheinlich. Oregano und dann. So, dann. Korrekt. Ich nehme auch ein bisschen. Du auch ein bisschen. Ja, als. Ja, ein bisschen Busto nehmen. So, ich schmeiß mal kurz. Bitte, Wespe. Ja, aber die Dinger sind cool, gell? Dankeschön. Super. Das ist ja wirklich. Weißt du, was ich auch mache? Ich esse jetzt auch mit dem Löffel. Also, wenn ich eine schon hab. Wenn ich eine schon hab, dann. So. So. Super. Wie ist der mit so? Herrlich. Ich möchte jetzt hier mit die Klasse, ich glaube O3, richtig, mein Freund? Richtig, meine Klasse heißt O3. O3. Danke fürs Zuschauen und natürlich an meine zwei Begleiter. Guten Appetit. Tschüss. Ciao. Und ich esse wirklich viel heute. Ja, wenn ich nicht alles weg esse. Ja, wir haben jetzt fertig gekocht hier, hat lecker geschmeckt. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an Matthias für das tolle Passaround und an den Lehman Russ für die Zutaten, die er uns vorgegeben hat. Wir machen den Topf jetzt schön sauber, bringen ihn zur Post und schicken ihn an den Markus vom Kanal 85 Crazy. Und die drei Zutaten sind dieses Mal Süßkartoffel, Nachos und Rinderhack. Ich hätte es fast vergessen. Viel Glück damit. Ja. Guck, was du da draus gezaubert kriegst, dürfte möglich sein. Und falls ihr die zwei hier noch nicht kennt, dann abonniert ihren Kanal. Ich setze euch hier oben in die Verlinkung noch gerade ihren Kanal rein. Bis dann, euer Palatilum. Und den Kanal vom Sebastian, sage ich nochmal an. Palatilum Outdoor. Den verlinken wir euch unten in unserer Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.